Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Let's Play Jurassic World Evolution. Ich bin der Neflatur und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sehen hier die neue Futterstation, die wir in der letzten Folge ausprobiert haben. Hier oben können wir sehen, was wir reingesetzt haben und für welche Dinosauriergruppen, also es sind keine einzelnen Gruppen, es schädlich oder eben bevorzugt wird. Und von ihm hier wird es auf jeden Fall bevorzugt, denn er gehört, das können wir, wo können wir das denn sehen? Zu welcher Gruppe er gehört? Steht es hier irgendwo vielleicht wirklich nochmal explizit da? Na, wenn dann hier, oder? Genau, hier zum Beispiel die Familie. Zu welcher Dinosaurierfamilie er gehört, können wir hier sehen. Und da müssen wir dann eben gucken, was er gerne hat. Und das stimmt hier, das funktioniert hier. Und genau. Wir spielen hier das DLC Claire's Sanctuary, also Claire's Zuflucht, und sind auf der Insel Zuflucht und sind da gerade dabei, hier unten diese Missionen abzuschließen. Und da haben wir schon diesen Ouranosaurus, den haben wir schon erforscht, und jetzt werden wir uns auf die Suche nach den Fossilien dieses Dinosauriers machen und ihn ausbringen. Der ist, hier unten in Afrika. Das ist der Gali. Gibt's ihn nur einmal? Schade, das wird wieder... Wird wieder eine Weile dauern. Da machen wir mal ein Stego weiter. Und haben wir hier was? Jawohl. Goldene sogar. Genau, das ist ein bisschen unsere Aufgabe, die wir gerade zu erfüllen versuchen. Und ich nehme mal an, dass wir ein neues Gehege bauen müssen für den neuen Dinosaurier, den wir dann da haben. Wie machen wir denn das? Wollen wir eins hier oben hinbauen? Oder hier unten? Wie machen wir denn das? Na, ich würde schon sagen, wir machen das hier oben hin. Das Problem, oder es ist kein Problem, aber wenn wir jetzt dann anfangen, wirklich wieder die Gehege zusammenzuhängen, haben wir hier oben natürlich einen Bereich, der nicht durch die Beobachtungsstationen abgedeckt werden kann. Was wir machen können, was auch ganz wild ist, was ich gerne auch in anderen Parks gemacht habe, ist sowas hier. Dass wir also dann den Bereich dahinter mit Türmen abdecken. Das haben wir hier ja ähnlich schon gemacht, aber das Gehege ist auch viel größer. Ist jetzt das Tor im Weg. Aber so könnten wir das schon machen. Und ich glaube, so machen wir das auch. Ja. Das ist auf jeden Fall eine günstige Möglichkeit, das jetzt zu erledigen. Wir haben einen Stromausfall. Aber wie wir wissen, ist das ja ziemlich nice. Hier einfach Rückwärtsgang einlegen und zack, schon erledigt. So, dann machen wir jetzt einfach mal Folgendes. 1, 2. Da werden wir den Weg hier mal ein bisschen umbauen müssen. Hätten wir jetzt gar nicht gebaut. Ich habe gedacht, ich kann hier nicht gerade anfangen. Aber scheinbar geht es doch. Jetzt müssen wir den Weg verändern hier. Bauen wir jetzt einfach mal schnell ganz seltsam hier hin. So. Das sieht eigentlich sogar ziemlich gut aus. Es ist dunkel, sehe ich da in dem Wald. Da können wir nicht so entlang bauen. Da müssen wir das hier so machen. Oder?
eine Länge kriegen wir sogar hin. Dann machen wir dazu und dann ziehen wir hier nochmal eine Länge hoch. Ja, können wir schon so machen, glaube ich. Da machen wir dann auf. So, wie sieht denn das jetzt aus hier? Da haben wir noch ein bisschen Mauer. Oder Zaun, besser gesagt. So, jetzt haben wir hier wieder zwei Gehege. Das wird vom Turm hier relativ gut abgedeckt, hier vorne bis auf die Ecke. Hier oben nicht, aber das ist erstmal egal. Jetzt ist die Frage, wollen wir die zwei hier rüberfliegen und den neuen hier rein? Und ah ne, jetzt haben wir hier diese Futterstation drin. Ah, das würde wahrscheinlich nicht so cool kommen. Ja, machen wir den Galli fertig. Und da haben wir schon ein goldenes für ihn bekommen. Das ist großartig. Und ziemlich geiles Zeug, was wir verschachern können. Hier muss die Futterstation aufgefüllt werden. Nachschubanfrage erhalten. Bestätige Aufgabe. Gleich alle machen. Hm? Unterwegs, um Futterstation zu füllen. So. Ja, ich finde es schon wichtig, irgendwo zu erwähnen auf der anderen Insel, dass man wirklich nur die Fossilien mitnimmt, die man auch von der letzten Insel hat, die man hier dann auch erforschen kann, weil das sind ja wirklich das Stegosaurier, bis auf der T-Rex. Ein T-Rex haben wir gar nicht mitgenommen, aber Alberto, Baryonyx und so, die haben wir ja mitgenommen von der anderen Insel und auch nur die können wir hier erforschen. Oder besser gesagt, die Fossilien holen. Und es würde mich jetzt nochmal stark interessieren, wenn wir jetzt da ganz andere Dinosaurier geholt hätten, ob wir die dann hier auf der Map hätten. Naja. Stehen wir natürlich wieder da. Wir können auch mal ein bisschen was erforschen. Das Geld haben wir ja auf jeden Fall. Krankheiten sind wir schon komplett voll. Da haben wir das auch schon komplett erforscht. Dann machen wir hier weiter. Und wir haben Fossilien. Wieder was Gutes, was Gutes, was Gutes, bitte. Jawohl, aber für den Galli. Früher oder später muss der ja auch erforscht werden, ne? So, und hier machen wir dann noch das hier, dass wir da mal komplett durchforschen können. So, mal gucken, ist da dieser... da ist er nicht dabei. Hier auch nicht. Da ist er dabei. Aber das ist keine sehr, sehr schöne Färbung. Ne? Ist er da dabei? Da ist er auch dabei. Na dann. Erforschen wir einfach mal das hier. Wir können uns auch so langsam mal darum kümmern, ein bisschen in der Anlagenwertung aufzusteigen. Beziehungsweise lasst uns das mal anschauen. Farmbare Jurassic Tour wird mit 5 Sternen freigeschaltet. Mhm. Wir haben geringe Zufriedenheit, ne? Das ist klar. Und durch die Missionen. Mhm. Keine Daten verfügbar. Okay. Jawohl, er ist schon lebensfähig.
Aber wir wollen ihn natürlich auf 100% haben, bevor wir da den Ausbrütungsprozess starten. Wir haben wieder Fossilien und schicken gleich die wieder los. Und Dali, ah, da gleich den Goldenen für den. So wollen wir das haben, so ist es gut. Forschung abgeschlossen. Ja, wie bauen wir denn das dann? Wir haben hier ein bisschen, ja, es ist jetzt nicht optimal auf allerbeste Optik getrimmt, was wir hier gebaut haben, das muss man schon sagen. Aber wir wollen uns damit ja auch nicht so lange aufhalten, dass wir da wirklich jeden Zentimeter optimalst von dieser Insel nutzen, sondern wir wollen die Missionen machen. Ja. Darum würde ich vorschlagen, könnten wir eigentlich hier so und darum ein paar von diesen Anlagen dann bauen, Gästeanlagen. Das könnte ganz gut kommen. Vielleicht werden wir das auch rund dann hier rumziehen. Aber wir werden sehen. So, Zähigkeit der Haut haben wir wieder weiter erforscht. Dann machen wir das hier weiter. Ich finde es interessant, dass die Tiere absolut friedlich sind gerade. Auch keine Stürme oder sowas kommen. Das ist schon, das ist eine gute Insel. Könnt ihr mir gerade mal verraten, warum ich hier oben diesen Knick reingemacht habe? Achso, der kommt nur von da. Okay, dann. Der ist ja wohl wirklich nicht sinnvoll. So, wir haben ein Stromproblem. Stromausfall, alles klar. Hin zum Kraftwerk, rein ins Auto. Lenken, Rückwärtsgang. Na komm. Und wieder die Forschung abgeschlossen. Das geht jetzt Schlag auf Schlag weiter hier. So viel Geld verdienen wir gar nicht. Das würde schon besser gehen. Wir könnten den Alberto mal ausbrüten. Da haben wir ja auch. Der kostet. Oh, der ist aber nicht günstig, du. Hat
Muster. Uiuiui. Uiuiuiui, da ist der ja gleich mal richtig, richtig teuer. Aber ich glaube, das machen wir jetzt. Wir brüten uns da einen aus. Auf geht's. Der ist zwar nicht bis zum Anschlag gemoddet, weil, naja, er sonst einfach viel zu teuer wird. Aber ich wollte ihn jetzt hier drin haben, dass wir ein bisschen mehr Geld verdienen. Jetzt können wir uns nicht mal mehr die Forschung leisten. Eieiei. Machen wir mal die Notlösung und selbst ein paar Fotos schießen. Schön mit dem Helikopter Schatten. Oh. Immerhin ein bisschen was reingeholt an Geld. Ja. Schauen wir mal, was es kosten würde, sowas hier zu erforschen. Ach, das ist ja eigentlich, das ist ja wirklich mickrig. Na dann, lass das mal. Restaurant ist immer gut. Geld, hier wieder was für ein Gali. So. Dann würde ich vorschlagen, machen wir hier mal gerade. Ja, es ist nur die Ruhe, nur die Ruhe. Da, jetzt steht da so ein Baum. Dann können wir das Restaurant mal hier hinbauen. Jetzt sind wir zwar nicht mal mehr im Stromkreis dann mit drin. Machen wir mal so, dass wir da hinten noch eine Straße entlang bekommen. Zack. Und bauen uns
hier mal das Stromteil hin. So viel dazu. Und lass uns noch einen Souvenirladen daneben bauen. So. Und dann dadurch ein bisschen Geld bekommen. Mehr. Ich hoffe, die decken auch jetzt hier drüben das hier ab. Und hier unten. Ah, ne, kein Souvenirladen. Wir müssen schon. Essen ist immer das Wichtigste. Gegessen wird immer recht viel. Das Verbauer, da steht wieder so eine Palme rum. So. Na. Zack. Yeah, eine goldene. So wollen wir das haben. Auch nicht im Stromkreis, leider. Ach komm. So, und dann gucken wir mal, wie wir da ein bisschen nach oben gehen können, eventuell. Jurassic Mump verkaufen. Für 16, 17. Schauen wir mal. Boah, da bricht uns das schon ein bisschen ein hier. Da sind schon sehr wenig dann jetzt gekommen. Gehen wir mal zurück. 40. Da machen wir Minus, das ist nicht gut. Ja, da ist aber halt auch nichts da hinten, ne? Das, also, dass die Leute da vorbeikommen, müssen wir hier mal noch ein Gehege hinbauen. Genau, das machen wir mit dem Rex. Das Rex-Gehege bauen wir hier hin, dann kommen da viele Leute vorbei und dann ist das schon was anderes. Weil hier ist es... Oh, Leute, der Alberto ist fertig. Jawohl, wir lassen ihn raus. Und das sieht super aus. Jawohl. Bald soweit. So, also hier sind auf jeden Fall ein bisschen mehr Leute kommen da vorbei und deswegen nimmt man da auch ein bisschen mehr ein. Dann gucken wir mal. Ja, dann sind wir auf jeden Fall. Das hat schon ordentlich was gebracht, würde ich sagen. Dass wir jetzt da ein paar Einnahmen noch generieren durch die Gästeanlagen. Sieht man hier irgendwie durch Attraktionen, durch Besucherzentrum haben wir natürlich gar nichts. Man sieht doch bestimmt Zäune, Gebäude. Naja, das ist ja nur dieses Monatliche, was man ausgegeben hat, ne? Naja, wird schon was gebracht dann. Auf jeden Fall. So, da haben wir den Alberto Saurier, der kommt zu seinem neuen Kollegen dazu. Und hier müssen wir mal gucken, dass wir ein bisschen was verscharren, weil wir keinen Platz mehr haben.
fighten sie schon wieder. Wir hatten da gerade den Alpha-Status. Ganz klar, der Zweier. Er ist einfach stärker. Was ist hier los? Stromausfall. Ei. Null Gäste? Na gut, okay, bin ich am Stromausfall, ne? Ja. Super, haben wir. Oha, jetzt ist die Galli-Ding leer. Mm. Das ist nicht so cool. Da müssen wir tatsächlich. Würde hier eine 2 oder eine 3er schon reichen? Oh, und da kriegen wir auch nur. Na gut. 2er reicht hier schon, da machen wir hier auch nur eine 2er. Perfekt. Ja, Leute, dann haben wir das auch schon erledigt. Dann können wir mal wieder ein bisschen hier ist noch möglich. Okay, dann holen wir uns da noch was. Und dann werden wir... Oh, wir können nichts mehr losschicken. Mm, es gibt keine Sites mehr, die noch gegraben werden kann. Schade. Okay. Das heißt... Ja, das vollständige Genom. Mal gucken wir mal, was wir modifizieren können bei ihm. Auf jeden Fall die Färbung haben wir ja gemacht. Wüstenmuster, aber war da nicht noch ein anderes da? Ah, das ist ja gar nicht der Mutter gewesen. Ich habe das. Ah, das habe ich jetzt total verguckt, habe ich mich da. Das ist ja der Orni, bla. Hm, ist der hier mit dabei? Ja, da wäre er mit dabei. Ich wollte eine schöne Farbe aussuchen für ihn. Der ist aber... Hm. Ist er hier mit dabei? Nee. Da? Auch nicht. Hm. Nicht dabei. Da ist er mit dabei. Und hier? Hier ist er auch dabei. Ah, lasst uns mal das hier machen. Sumpf, ich bin gespannt. Vielleicht wird er richtig grün. Und das auch, komm. Da wird er ja wahrscheinlich auch schon grün, ne? Beim Wüstenmuster. Ich nehme sowieso an, dass wir davon mehr ausbrüten müssen, weil der sieht mir ein bisschen nach einem sehr geselligen Tier aus. Was, dann brüten wir einen solchen aus? Das machen wir jetzt einfach mal. Kosten halten sich in Grenzen. Und wir haben eine Krankheit. Ui. Ein Stego mal wieder. Verstanden. Geht der schnell? Ah, nicht so wirklich. Nicht so, also schnell jetzt nicht. Keine infizierten Dinosaurier entdeckt. Ja, das hört man gerne. Jeden Moment soweit sein, dass wir hier neue Farben kriegen. Bin gespannt, ob sie sich auch austauschen. Ja, tun sie. Das machen hier. Und noch ein Ausbildung. So. Und wahrscheinlich müssen wir dann hier weitermachen.
erforschen wir die gleich schon mal. Da ist der erste Uranosaurus gleich fertig. Ja, aber wir warten auf jeden Fall den zweiten noch ab. Doch, leider Leute, sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Mir hat es eine Menge Spaß wieder gemacht, hier das aufzubauen und so und Neues zu entdecken. Und wir haben den Albertosaurier noch fertig gekriegt. Das ist auch auf jeden Fall eine mega coole Sache. Ein bisschen Gästeanlagen gebaut und sind jetzt bei wie viel? Ja, knapp 300.000 plus. Das ist sehr, sehr cool. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Und wenn ja, dann würde ich mich wie immer sehr über einen Daumen nach oben für diese Folge freuen. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, auch sehr über ein Abo meines Kanals. Und natürlich würde ich mich auch riesig freuen, wenn ihr dann einfach bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Und dann lassen wir die mal raus. Und wie gesagt, ich denke, dass wir da mehr davon brauchen. Und das wird eine ganz bunte Geschichte, weil das ein sehr farbenfroher Dinosaurier ist. Ich freue mich drauf und sag mal, bis dann, euer Neflatur.